Hallo und herzlich willkommen. Du bist wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und du siehst es hier. Immer wenn der Flipchart hier steht, da gibt es etwas zu erklären. Und heute stehen hier Delta, Vega, Theta. Nein, keine Angst, wir reden heute nicht über die Griechen, sondern wir reden heute darüber, was man beachten muss, wenn man Optionen kaufen will. Ihr wisst, normalerweise geht es hier um das Thema Optionen verkaufen, aber heute geht es mal um das Thema Optionen kaufen. Also es gibt immer mal wieder ja die Frage, auch in den Kommentaren, die ihr hier so ganz, ganz fleißig schreibt, ne, über die ich mich auch sehr, sehr freue. Und wie gesagt, ich kann es immer wieder nur sagen, ich lese mir alles durch, was ihr schreibt. Manches beantworte ich, aber gelesen habe ich alles, was da steht. Und da hat auch der ein oder andere immer mal gefragt, Mensch, ich weiß, es geht um das Verkaufen von Optionen, aber kannst du denn nicht mal so ein paar Ideen auch geben, was man beachten muss, wenn man Optionen kaufen möchte? Und da muss ich natürlich grundsätzlich sagen, erstmal vorweg, ich bin ja kein Feind des Optionskaufen. Ne? Also nicht, dass das so rüberkommt, als wäre Optionskaufen der totale Blödsinn. Es ist eben nur so, dass wenn man die Idee hat, dass man sagt, okay, Optionen sind ja im Grunde genommen Versicherungen, dann wissen wir, dass auf Dauer der Versicherungsgeber, also das heißt, der Verkäufer der Option gewinnen muss in der Masse. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es manchmal sehr sinnvoll sein kann, Optionen zu kaufen und dass sich auch manchmal der ein oder andere oder die ein oder andere gute Gelegenheit gibt, dass man Optionen kauft. Und wenn man allerdings Optionen kauft, dann müssen wir natürlich ein bisschen umschwenken und müssen sagen, okay, auf was kommt es denn da an? Welche Punkte müssen wir denn beachten? Und deswegen, und da kommen jetzt hier auch mal diese Griechen ein wenig ins Spiel, will ich einfach mal mit euch ein paar Dinge durchgehen, die man grundsätzlich beim Kauf von Optionen beachten soll. Und zwar, wenn ihr einfach mal guckt, ich habe mal drei der Griechen hier herausgesucht. Es gibt ja noch das Gamma, ne, und dann gibt es auch noch das Rho. Das Rho spielt keine Rolle zurzeit, weil wir haben keine Zinsen. Aber das Gamma, die Beschleunigung, also wie verändert sich das Delta, spielt eigentlich jetzt auch nicht so die große Rolle, sondern es geht hier um das Delta, das Vega und das Theta. Fangen wir mal an mit dem Delta. Ihr wisst, das Delta kann man ja auch herannehmen, um zu sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine Option oder dass eine Option am Ende im Geld landet. Ne? Also wenn wir klassischerweise beim Optionsverkauf halt eine Delta 10 Option verkaufen, dann ja deswegen, weil wir sagen, okay, dann habe ich nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass die im Geld landet oder umgekehrt eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht im Geld landet. Und jetzt machen viele Optionskäufer den Fehler, dass sie sagen, ich kaufe ganz, ganz billige Optionen mit sehr geringen Deltas, weil, warum wird es gemacht? Ganz einfacher Grund, die sind natürlich billig. Und wenn natürlich dann mal so eine Option ins Geld läuft, ne, was passiert dann? Die explodiert natürlich vom Preis. Und das kennt ihr ja vielleicht auch, diese sogenannten Black Swan-Absicherungen. Ne? Nassim Taleb mit seinen sehr, sehr guten Büchern hat das ja auch so ein bisschen mit ins Feld geführt. Aber Fakt ist eins, auf Dauer wird das nicht funktionieren. Das heißt, wenn ihr immer nur Optionen kauft, die sehr geringe Deltas haben, dann habt ihr einfach die Wahrscheinlichkeiten gegen euch. Der ein oder andere Trade wird funktionieren, die Masse wird aber verlieren und im Gesamten werdet ihr dann auch verlieren. Und deswegen ist mein Tipp eigentlich immer so, versucht, wenn ihr Optionen kauft, das Delta immer relativ hoch zu machen. Also, und was ist jetzt hoch, ne? Ich bevorzuge sogar beim Kauf von Optionen In-the-Money-Optionen zu kaufen. Das heißt also, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, okay, ihr habt eine Aktie und ihr erwartet jetzt, dass diese Aktie weiter steigt, dann macht halt eins, dass ihr sagt, okay, dann kauft ihr halt ein Delta von 0,70 beispielsweise oder aber zumindest am Geld. Warum? Wenn ihr sie in Geld kauft, also ihr so eine 70er Delta-Option, habt ihr schon ein bisschen inneren Wert, den müsst ihr zwar mit bezahlen, die Option ist tendenziell etwas teurer, ihr habt aber eben auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze am Ende dann ins Geld läuft. Und das wollt ihr ja, wenn ihr eine Option kauft, ihr wollt ja einen Wertzuwachs der Option haben. Und wenn ihr eben jetzt hergehen würdet und sagen, ich kaufe irgendwie eine Delta 0,05 Option, naja, dann habt ihr halt eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, aber eben auch eine 95%ige, dass es nicht funktioniert. Und das heißt nicht, dass es nie funktionieren kann, aber auf Dauer ist es keine gute Grundlage. Deswegen mein Tipp, gerade im Bereich Aktienoptionen, geht at the money, also mit dem 50er Delta, oder aber, wenn es möglich ist, gerade bei Aktienoptionen geht das in der Regel, dass ihr vielleicht sogar hier in 70er Delta kauft. Nächster Punkt, Vega.
Wir wissen, alle Vega hat was mit Volatilität zu tun. Ne? Wie verändert sich eine Option, wenn die Volatilität um einen Prozentpunkt ansteigt? Wichtig ist nur, dass wir uns merken oder dass wir wissen, Volatilität hat einen enorm großen Einfluss auf die Optionspreise. So, und wenn wir eben wissen, dass beim Verkauf von Optionen wir davon profitieren, dass die Vola fällt, dann muss es einfach so sein, dass wenn wir Optionen kaufen, wir davon profitieren, wenn die Volatilität steigt. Jetzt können wir natürlich nicht voraussagen, dass die Volatilität steigt. Aber wir können natürlich bestimmen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, um Optionen zu kaufen. Wenn wir also einen Crash haben, ne, die Märkte sind gerade fürchterlich eingebrochen, die Volatilität ist auf Anschlag, was heißt denn das? Alle Optionen sind teuer, und zwar nicht nur die Puts, sondern auch die Calls sind genauso teuer geworden. Und wenn ihr jetzt hergeht und sagt, okay, jetzt ist eine super Gelegenheit, jetzt möchte ich Call-Optionen kaufen, dann kauft ihr die mit so enormem Aufgeld ein, dass wenn sich dann der Markt tatsächlich in eure Richtung bewegt, was passiert? Die Vola fällt und ihr mit dem Delta gar nicht den Vega-Verlust ausgleichen könnt. Und deswegen, wenn ihr schon Optionen kauft, dann kauft sie in einem volatilitätsarmen Umfeld. Das heißt, aktuell, wir haben jetzt, wer es später mal sieht, in 20 Jahren zum Beispiel, beispielsweise dieses Video, wir haben jetzt gerade den Februar 2017 relativ niedrige Volatilitäten. Und grundsätzlich ist es kein schlechtes Umfeld, um jetzt Optionen zu kaufen, weil die Optionen einfach billig sind. Ne? Und sehr viele Profis, die zum Beispiel so kurzfristig unterwegs sind, die viel traden, die dann auch Optionen nutzen, die kaufen jetzt zurzeit auch viel Optionen, weil es einfach aus deren Sicht heraus Sinn macht, zumindest was die Volatilität betrifft, ist das absolut eine sinnvolle Sache. Also deswegen bei der Volatilität, beim Vega, niedrige Vola. Ne? Nie kaufen, wenn die Vola hoch ist. Wenn ihr das mal mit der IVR machen wollt, dass ihr sagt, okay, wir versuchen ja optimalerweise Optionen zu verkaufen mit einer IVR von 40 oder mehr, dann definitiv beim Kaufen von 40 oder geringer, ich würde sagen eher noch 20 und geringer, ne? Weil nur das macht Sinn. So, letzter Punkt, Theta. Theta, was war das gleich? Zeitwertverlust. Ne? Wie viel verliert eine Option pro Tag oder wie viel verliert eine Option, wenn ein Tag vergeht? Zeitwertverlust ist der Freund des Optionsverkäufers und der natürliche Feind des Optionskäufers, weil ihr kauft etwas, was nur eine begrenzte Lebensdauer hat und jeder Tag, der vergeht, kostet euch ein wenig Geld von eurer Option. Und viele Optionskäufer machen den Fehler, dass sie zu kurze Optionen kaufen, also zu kurz laufende Optionen. Und der Grund ist auch hier wieder ganz einfach, weil sie halt billig sind. Ne? Ah, ich will nicht so viel Geld ausgeben, also kaufe ich eine kurzlaufende, billige Option. Also das Schlimmste, was du so quasi machen kannst, eine kurzlaufende Option bei hoher Volatilität mit einem ganz geringen Delta. Dann kannst du im Grunde das Geld, überweis es mir oder sonst irgendwen, ah, das kann nicht funktionieren. Also Theta. Ganz wichtig, wir müssen den Zeitwertverlust einplanen. Und jetzt, wenn du dir mal überlegst, dass du sagst, hey, ich erwarte, dass diese Woche im S&P irgendwas passiert und jetzt kaufst du dir eine Option, die eine Woche Restlaufzeit hat, dann weißt du eben, wenn in der Woche nichts passiert, dann ist deine Option wertlos, weil dann hat die der Zeitwert komplett aufgefressen. Es gibt eine ganz grobe Faustregel, die habe ich mal gelernt und die halte ich eigentlich auch für relativ sinnvoll in der Anwendung, wenn man sagt, nimm mindestens die doppelte Laufzeit deiner Option von dem Ereignis, was du annimmst, wann es eintrifft. Habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wenn du eben sagst, mal ein Beispiel, du erwartest, dass innerhalb der nächsten 30 Tage in der Aktie irgendwas passiert. Ne? So, 30 Tage. Dann kauf eben eine Option mit einer Restlaufzeit von mindestens 60 Tagen, damit du einfach so ein bisschen Fehlerquellen beseitigen kannst, dass du einfach ein bisschen Toleranz hast, ne? Dass du sagst, okay, wenn es in 30 Tagen nicht passiert, sondern erst in 35, bin ich immer noch dabei und dass dir der Zeitwert nicht aufgefressen wird. Es wäre auch sinnvoll zu sagen, mach 90 Tage. Du musst jetzt nicht ein Jahr, also eine Leaps-Option kaufen, die ein Jahr läuft, aber kauf immer viel, viel länger, als du denkst, dass du die Option brauchst, weil du kennst das, ich mach's mal hierher, Zeitwertverfall, wie geht der? Übertrieben gesagt so. Das heißt, ganz zum Schluss geht es sehr, sehr schnell. Und wenn du eben jetzt sagst, okay, du hast so ein Zeitfenster von 30, 40 Tagen, wo was eintreten soll, und du würdest jetzt hier kaufen, dann siehst du hier diesen großen Zeitwertverfall. Wenn du jetzt sagst, ich kaufe das hier, dann hast du auch einen Zeitwertverfall, aber eben einen sehr geringeren.
Wenn du jetzt sagen würdest, hier sind meine 30 Tage, dann hast du einen sehr geringen, zahlst natürlich aber auch sehr, sehr viel Zeitwert dann darauf, dass es manchmal keinen Sinn mehr macht, weil dann könntest du auch direkt das Underlying kaufen. Ja? Aber kaufe grundsätzlich etwas längere Laufzeiten als üblich. Und wenn du diese Dinge beherzigst, also wenn du sagst, okay, vernünftiges Delta kaufen, die richtige Volatilitätsumgebung und hier eine vernünftige Laufzeit, also nicht zu kurz, tendenziell eher zu lang als zu kurz, dann hast du auch die Chance, dass deine Optionen eben mal was werden. Und diese ganzen Ideen, die manche so haben, ne? Ich bin jetzt long im S&P und jetzt kaufe ich mir eben einen Put, der da irgendwie 30% unter dem aktuellen Marktpreis liegt mit 30 Tagen Restlaufzeit. Schaut euch einfach mal die Historie an, wie oft das wirklich passiert, dass ihr mit solchen Dingern Geld verdient hättet. Habt ihr manchmal oder hat jemand mit solchen Optionen Geld verdient? Selbstverständlich. Aber ihr zahlt sonst Monat für Monat für Monat drauf und viele sagen dann, naja, das ist quasi so meine Versicherung. Es ist aber eine Versicherung, die so gut wie nie greift. Ne? Und deswegen lieber sagen, bevor ihr euch permanent absichert, geht lieber her und sagt, okay, nur wenn die Anzeichen da sind und dann aber eine richtige Option kaufen, weil wenn es nicht eintritt, dann könnt ihr die nämlich auch, weil der Zeitwertverlust gering ist, weil er hier in the money gekauft hat, weil er in der richtigen Wohlumgebung gekauft hat, dann könnt ihr die auch zum vernünftigen Preis noch zurückkaufen und habt nur einen kleinen Verlust als eben einen Totalverlust. So, wenn ihr mehr wissen wollt über den Kauf von Optionen oder natürlich auch den Verkauf von Optionen, Strategien, was auch immer. Ihr wisst hier unten, da steht sie, die Kommentarfunktion. Schreibt mir alles rein, was ihr wissen wollt. Fragen, Anregungen, Kritik, alles was ihr wollt, das kommt da unten rein. Und dann sehen wir uns hier wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch, egal ob ihr kauft oder verkauft, viel Erfolg an der Börse. Servus, macht's gut. Bye, bye.